Hallöchen, meine lieben Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren brandneuen Yu-Gi-Oh! Master Duel Video auf meinem Kanal. Ich dachte mir, ich habe jetzt mal wieder ein paar Tage nichts vom Master Duel hochgeladen und deswegen dachte ich mir eben halt, ja, heute ist mal wieder soweit, ist mal wieder Zeit für ein neues Master Duel Video. Mir wurde gerade eben, ich habe auch ein paar Tage jetzt nicht gespielt, mal so nebenbei, und mir wurde gerade eben direkt angepriesen, es gibt neue Special Items im Shop und generell, keine Ahnung, es gibt auch hier einen neuen Duel Pass anscheinend. Das Ablaufdatum vom letzten habe ich ja anscheinend komplett verpasst, aber ich habe den, glaube ich, auch komplett gemaxt. Also ich habe das Scapegoat Pattern alles gekriegt. Okay, das Pad finde ich jetzt nicht so. Ich habe mir noch nicht angeguckt, deswegen wir gucken uns das gerade hier live an. Was ist das denn hier? Moment mal. Oh, das kriegt man auf Level 75. Okay, was kriegt man denn auf Level 100 dann? Und das Pad diesmal auf Level. Okay, man kriegt das Pad diesmal früher anscheinend. Und nicht auf Level 100, sondern schon auf Level 75. Ich schätze mal, damit Leute nicht komplett reingrinden müssen, um dieses Pad halt zu kriegen. Vom Battle Pass, Duel Pass, whatever. Macht irgendwo schon Sinn, schätze ich mal. Wobei das natürlich auch irgendwo die Incentive nimmt, einem da wirklich bis Level 100 zu gehen, weil man auf Level 100 halt immer noch UR-CP kriegt und sowas. Crafting-Punkte, deswegen lohnt sich das natürlich trotzdem noch. Ansonsten würde ich sagen, wir gucken noch einmal kurz in den Shop rein und dann komme ich gleich zu dem eigentlichen Inhalt des Videos. Neuer Duel Pass Gold, okay, macht Sinn. Kein neuer Bundle-Deal, nix, okay, Astoires, irgendwas hier Neues. Ist irgendwas Neues. Token Collector, das ist irgendwie ein cooler Sleeve. Icon, auch nichts Neues, Interessantes. Okay, okay und okay. Ich glaube, es gibt ein neues Pack eventuell auch nicht. Habe ich meinen Duelist Cup Rewards noch nicht geclaimed? Interesting. Da gibt es dann also anscheinend auch demnächst nochmal ein Video zu. Ich dachte, ich hätte die schon geclaimed. Wahrscheinlich wollte ich dann später on camera mit euch claimen. Das war wahrscheinlich der Plan. Das habe ich dann mittlerweile komplett verpennt. Wie gesagt, es ist ein paar Tage her, dass ich das letzte Mal Master Duel gespielt habe tatsächlich. Da ich ein bisschen burnt out war nach dem... Nach dem Duelist Cup, und darum soll es heute auch gehen, dass wir zum kleinen, ich wollte einmal kurz hier nur reingucken in den Shop, für die von euch, die es vielleicht auch noch nicht gesehen haben, war das vielleicht auch noch mal interessant für mich, auf jeden Fall, weil ich, wie gesagt, ich habe den neuen Duelpass noch nicht gesehen, aber wir kommen gleich zur Sache jetzt, würde ich sagen, nachdem ich jetzt zwei Minuten eurer Zeit vergeudet habe, hier mir Dinge anzusehen, tut mir sehr leid, an der Stelle, aber ja, ich dachte mir, ich gucke mir das mal on Stream, wollte ich gerade sagen, on Video an, weil warum nicht, wie auch immer, ja, ich habe noch ein paar Replays vom Duelist Cup. Ich habe tatsächlich mich nicht qualifiziert und der Grund dafür ist ziemlich simpel. Ich dachte mir, das erzähle ich euch mal kurz, die Anekdote in Anführungszeichen. Ich bin bis D-Level 19 gekommen, das war ein furchtbarer Grind. Ich muss sagen, 10 D-Level hätten es auch getan, Konami. Also wenn jeder einfach auf D-Level 1 startet, bis Level 10 kommen zu müssen, hätte in meinen Augen gereicht. I guess, wenn man Diamond oder ist Diamond der höchste Rang? Ja. Wenn man der höchste Rang war, dann ist man auch schon auf Level 10 gestartet und musste quasi sich nur durch 10 Level durchsloggen. Aber ich bin nur Gold gewesen und musste dann, ich glaube, 15 Level oder 13 Level oder so mich durchkrebsen. Und krebsen ist das richtige Wort. Das ist, ich mochte das Event nicht. Ich muss sagen, ich mochte das Event nicht großartig. Es war einfach too much. Ich habe ein ziemlich cheesiges Deck gespielt. Ich habe ein paar Replays, die werde ich euch natürlich zeigen. Darum geht es im heutigen Video. Aber ja, ich bin bis Level 19 gekommen mit Average Luck, sage ich mal. Ein paar Duelle gewonnen, ein paar Duelle verloren. Immer hin und her. Und auf D-Level 19 hatte ich dann eine Lost Streak von irgendwie 10 Duellen durch den absurdesten Müll. Bin dann runter auf D-Level 16 dadurch oder so, oder 17 oder whatever, und hatte einfach keine Lust mehr gehabt und hab dann beschlossen, ja gut, dann qualifiziere ich mich halt nicht, whatever. Dieses eine komische Icon und den Titel, den brauche ich jetzt auch nicht so dringend. Dieses Top so und so viel Doland hat sich qualifiziert Ding, keine Ahnung, dachte ich mir so, ja, dann behalte es halt Konami, ist mir jetzt auch wurscht. Und die 100 Gems, also, die ich dadurch jetzt nicht gekriegt habe, das war mir dann auch egal. Aber trotzdem habe ich einige nice Replays und vor allem habe ich einen sehr shameful Replay, aber nicht meinerseits. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Und ja, vielleicht machen wir gleich noch ein oder zwei Live-Duelle, wenn ich weiß nicht, wenn es die Zeit noch hergibt. Ich weiß nämlich nicht genau, wie viele Replays es sind tatsächlich. Ist schon ein paar Tage her, wie wir es gesagt. Wie auch immer, genug Intro-Quatsch, würde ich sagen. Wir jumpen jetzt right into the news. Nein, right into die Replays. Und ich lege direkt los und zeige euch die Replays, die ich noch so habe. Vom Duelist Cup und wie gesagt, dann eventuell noch ein, zwei Live-Duelle. Ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Das Einzige, was ich jetzt noch sagen werde, bevor wir loswerden, ist, sollte euch mein Content gefallen und ihr habt mir noch kein Abo da gelassen, dann lasst mir noch lieben gerne ein Abo da. Das würde mich nämlich sehr freuen und mich auch sehr unterstützen. Deswegen lieben gerne einmal kurz diesen kleinen roten Knopf da draufklicken, den Abo-Knopf und ein Abo da lassen und dann natürlich lieben gerne auch noch auf die Glocke hinterher, damit ihr auch wirklich alle, alle Upload-Benachrichtigungen kriegt, beziehungsweise überhaupt Upload-Benachrichtigungen kriegt, weil YouTube schickt die sonst nur so sporadisch raus, weil YouTube macht YouTuber-Sachen, was nichts Neues ist, schätze ich mal. Aber ja gut, ich würde sagen, wir legen mal los und wir hören uns im ersten Replay gleich wieder. Also bis gleich, tschüss, beziehungsweise für euch vergeht es eh keine Zeit, aber ja, bis gleich. So, und da laden wir auch schon in das erste Replay rein und ich glaube, ich habe noch gar nicht erwähnt, was ich für ein Deck gespielt habe. Ich habe, glaube ich, nur gesagt, dass es ein relativ cheesiges Deck war, was es auch war. Ihr seht vielleicht schon, was es für ein Deck ist. Erstmal möchte ich an der Stelle noch Folgendes anmerken. Ich liebe diesen Duell-Hintergrund. Ich hätte den liebend gerne auch außerhalb vom Duelist Cup. Ich weiß nicht, der ist ziemlich cool, vor allem auch wie die Stage dann wegbricht, wenn einer verliert und so weiter und so fort. Das fand ich alles sehr nice gemacht. Die Sleeves sind auch alle, natürlich alle ziemlich nice. Und generell, ich mochte die Visuals vom Duelist Cup. Was ich nicht mochte, war, was dieser Duelist Cup dann letztendlich wirklich war. Das waren gefühlt immer dieselben, drei bis vier, vielleicht fünf Decks, gegen die man sich dann abgekrebst hat, weil die meisten Decks sind einfach absolutes Meta gekrebst, sag ich mal.
Und ich habe halt beschlossen, ich habe keinen Bock darauf, auch in so ein Meta-Deck zu spielen und I don't know. Und dachte mir, ich habe einfach ein bisschen Spaß und habe mir halt ein Nurseburn-Deck gebastelt. Ich weiß, Nurseburn-Decks haben auch nicht die super Giga-Mega-Reputation, ja. Allerdings kann niemand complainen, dass er gegen mich gespielt hat, denn mein Deck hat wahrscheinlich eine unter 50%ige Winrate, weil mein Deck halt nicht perfekt war. Möchte ich an dieser Stelle anmerken. Also wahrscheinlich habe ich tatsächlich mehr Losses als Wins gehabt, overall. Und trotzdem bin ich irgendwie bis D-Level 19 gekommen, wahrscheinlich weil ich lucky war, I guess. Und dann hatte ich halt diese mega unlucky Streak von 10 Losses. Wie auch immer. Ich habe ein Nurseburn-Deck gespielt. Nurseburn-Decks funktionieren ganz einfach. Man hat diese Karte hier, Bad Reaction, um das mal kurz zu erklären für die von euch, die nicht wissen, wie das Ganze geht. Bad Reaction to Zimochi und Nurse Reficula, was ein, oder Dark Lord Nurse Reficula. Reficule, ich spreche mir die Karte aus. Ich habe keine Ahnung, wie auch immer. Deswegen nutzt man auch diese Karte hier im Deck. Das ist eine Karte, um Hände zu debricken halt. Mainly. Ich habe leider hier zwei gezogen in diesem Replay hier. Aber ja, das Ziel ist im Endeffekt, den Gegner zu Tode zu burnen mit Gift Cards oder Try and Guess, das ist die andere Karte. The Path of Destiny ist auch noch eine von diesen Burn-Karten, die zum Beispiel. Also, The Path of Destiny ist wirklich eine Burn-Karte. Allerdings ist es so eine Luck-basierte Burn-Karte, wo du entweder den Gegner burnst oder ihm halt Health gibst und dann wirst du entweder auch geburnt oder kriegst halt Health. Aber mit Bad Reaction to Zimochi und Nurse Reficule, ich habe keine Ahnung, wie die Karte ausspricht, wie auch immer. Werden halt Lifepoint-Gained-Effekte umgedreht und reversed beim Gegner, also halt nur beim Gegner logischerweise. Was das logischerweise, also nur beim Gegner halt. Und das hat natürlich den Effekt, dass Karten wie Gift-Card, die dem Gegner halt 3000 LP geben, ihm 3000 LP abziehen und so weiter und so fort. Das ist die kurze Zusammenfassung dieses Decks. Viele Leute hassen dieses Deck, weil man hiermit oftmals nicht in einem Zug töten kann. In meinen Augen gibt es allerdings nur einen Grund, dieses Deck zu hassen. Und das ist, wenn ein eigenes Deck absolut obnoxious ist, ja. Um mal kurz an der Stelle direkt hier, ich würde sagen, wir legen mal los. Aber um diesen Rant kurz zu Ende zu bringen. Der einzige Grund, dieses Deck hier zu hassen, ist, wenn du selber ein absurdes Combo. Ja, und der Gegner hat natürlich hier direkt erschlossen. Der typische Cancer. Der einzige Grund, dieses Deck zu hassen, in meinen Augen, ist wenn dein eigenes Deck absolut schlimm ist, ja. Eins von diesen schlimmen, kriminellen Combo-Decks ist. Das halt 10 Minuten am Stück nur durchkombot. Denn wenn ich als Zug-2-Spieler dich halt quasi, wenn ich. Sagen wir so. Also, du kriegst zuerst deinen Zug und machst eine 10-minütige Combo und danach töte ich dich nach einem Zug von. Oder nach meinem einen Zug, weil ich halt Full Combo assembled habe, ja. Die einzige Person, die du blamen kannst dafür, dass du gerade eben 10 Minuten deines Lebens verschwendet hast, bist du selber, weil du selber 10 Minuten lang gecombot hast. So, das ist meine Logik, warum dieses Deck hier in meinen Augen nicht so schlimm ist, wie einige Leute immer tun. Weil, wenn ich. Ne, wie ihr gerade gesehen habt, weil ich jetzt hier der Zug einspiele, mein Zug ist ultra kurz. Und das ist jetzt quasi. Im Endeffekt hätte ich auch schon surrendern können, mehr oder weniger, weil das ist. Vor uns hier nicht mehr winnable, weil ich glaube, der Gegner hat nicht so ein starkes Deck gehabt, deswegen, ich weiß nicht, ob ich das hier noch gewinne. Ich habe gar nicht drauf geachtet, ob ich das Spiel actually gewinne. Aber normalerweise, wenn man nicht innerhalb von einem Zug Combo assembled, kann man genauso gut auch einfach aufgeben, in der Regel, oder oftmals. Aber wie ihr seht, habe ich hier 6000 Damage, zwei Gift Cards und einmal halt Bad Reaction to Zimochi. Wichtig ist dass man Bad Reaction to Zimochi als letztes in der Chain resolved, damit es halt als erstes quasi getriggert wird, wenn man das als erstes aktiviert. Und danach hier die Gift Cards hier triggert. Wie ihr seht, der Gegner combot jetzt halt, ne? Wie du es gesagt. Wenn man zuerst Zimochi und dann die Giftcards aktiviert, dann gehen der Gegner halt 6000 LP und Zimochi ist quasi noch nicht aktiv und noch nicht live. Deswegen immer erst die beiden Giftcards und dann Zimochi halt hier resolve in dieser Reihenfolge. Aber ja, the point I'm trying to get across ist, viele Leute sagen so, oh, dieses Deck ist so schlimm, ich hasse dieses Deck. Das Ding ist aber, ja, ich glaube, das ist auch irgendwie eine Gate, oder? Es ist nicht mehr so eine Gate, nein, der Gegner hat, das ist einer von den Gegnern, der nicht verstanden hat, dass Destruction-Effekte, oder dass einige Karten halt zwar einen Destruction-Effekt haben, allerdings durch Destruction der Karte halt der Effekt nicht negiert wird der Karte. Was dieser liebe Freund jetzt gleich schmerzhaft zu spüren bekommen kriegt. Denn das Zerstören der Karte hat den Effekt in der Tat nicht negated. Ja, und jetzt kommt er halt noch weiter. Aber, oder macht halt noch irgendwelche anderen Sachen. Er hätte übrigens einfach Zimochi zerstören können, dann hätte er jetzt hier 6000 MP gegaint, aber das hat er glaube ich nicht so richtig verstanden, ne? Schlecht für ihn, gut für mich, schätze ich mal. Ja, aber dieses Deck ist essentially ist es übrigens auch All Gas. Also im Endeffekt, ihr habt nur. In diesem Deck habt ihr nur Karten, die entweder dem Oh, deswegen habe ich dieses Spielback gespeichert. Ich sehe, worauf das hier hinausläuft. dieses Deck läuft darauf hinaus, dass es quasi All Gas, No Breaks ist. Also ihr habt nur Draw-Karten und halt ansonsten nur. Also ihr habt quasi nur eure Combo-Karten und ansonsten habt ihr nur Gas, also nur Draw-Karten. All Gas, No Breaks. Ihr versucht so viel von eurem Deck zu ziehen, wie ihr könnt. Oder halt bisher halt entsprechend die Combo in der Hand habt. Aber wie wird's gesagt, ich finde, wie ich diesen Point immer noch nicht across gekriegt habe. What I'm trying to say ist, wenn ihr es hasst, dass ihr 10 Minuten lang gespielt habt, nur um dann instantly zu verlieren, dann seid ihr selber schuld, denn ihr habt diese 10 Minuten lang mit eurem Combo-Deck gewastet. Nicht meine Schuld, ja. Und wie ihr seht, ich war lucky. Der Gegner hätte hier genauso gut auch die 2000 LP gain können. Ich hatte keinen Negate, ja, das war einfach ein Gamble. Das hat man mit so einem Deck manchmal, dass man einfach gamblen muss.
Both players toss a coin. If a player's result is heads, they gain 2000 LP. And if the result is tails, they take 2000 damage. Mit anderen Worten, wenn der Gegner jetzt hier gerade den Coinflip gewonnen hätte, ja, das war literally einfach ein Coinflip, die Style. Wenn er den Coinflip gewonnen hätte, dann hätte er gewonnen. Ansonsten, wie ihr seht, hat er jetzt gerade leider verloren. So läuft es halt mit dem Deck. Ja, ja. So, und da sind wir schon im zweiten Replay. Wie auch immer, um meinen Point abschließend across zu bringen, sag ich mal, oder um das Ganze hier nochmal gut abzurunden. Okay, das ist auch nicht das Replay, das kriminelle Shameful Replay. Das werdet ihr gleich noch sehen. Ihr werdet gleich verstehen, was das Shameful Replay ist. Ja, um meinen Point abschließend, und hier das Try and Guess, und das ist die andere Trap. Ich schätze mal, ich zeige es euch mal kurz. Diese Karte, um euch zu erklären, wie diese Karte funktioniert. Man triggert die, dann sagt man halt, yo, Fusion, Synchro oder Exit Monster, einen dieser drei Typen. Und wenn ihr richtig geraten habt, gehen euer Gegner 3000 LP, beziehungsweise verliert sie halt. Das ist ja der Sinn des Decks. Und der Trick ist natürlich ganz einfach. Wir haben einfach nur Link-Monster im Extra-Deck. Ich habe uns auch schön nur irgendwelche Meme-Karten reingegeben, natürlich. Ja. Link-Kuribo, Appliancer, Kappa, Scale, Appliancer, Laundry Dragon, einfach die randomsten Meme-Karten. Frag mich nicht. Die finde ich auch schön. Sun Avalon Dryas, ja, einfach, oder Sun Avalon Dryas. Einfach irgendein so random Meme-Tree, der so guckt. So mäßig. Weiß ich nicht. Diese Karte hier auch, sieht auch schön lustig aus. Ich habe nur irgendwelche lustigen Karten reingenommen. Die einfach hier, die ist auch so schön. So. Ihr müsst bedenken, mein Gegner sieht diese Karten. Ja? Also, wenn man diese Karte aktiviert, ihr dürft das extra Deck eures Gegners halt betrachten, um zu bestätigen, dass er halt mehr oder weniger Karten. Also, ihr wollt halt, dass er mehr Karten hat. Und das ist halt, ne, logischerweise immer gegeben, wenn er einen dieser Karten hat, dieses Typens. Und dann sieht euer Gegner halt auch euer extra Deck. Deswegen, der Gegner sieht diese Meme-Karten, deswegen sind ja so lustige Meme-Karten drin. Ich hatte vorher actually, ich glaube, Sandwich drin. Das ist ja auch so ein Ultra-Meme-Karte. Das ist aber eine Fusionskarte. Und mir ist dann später aufgefallen, dass es vielleicht schlau sein könnte, keinen einzigen dieser drei Kartentypen drin zu haben, falls ich irgendwie vielleicht schon weiß, dass der Gegner eine bestimmte Strategie fährt, die halt definitiv ein Fusionsmonster hat. Oder mindestens ein Fusionsmonster hat, was natürlich viele haben, durch DPE halt zum Beispiel. Weil viele Decks halt DPE run. So, wir ziehen natürlich nochmal Try and Guess, weil wir jetzt hier schon fast Full Combo haben. Jetzt spielen wir unseren Mallet. Ich glaube, wir millen nur den Mallet weg, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau. Und damit haben wir Full Combo tatsächlich. Mit Trap Trick kann man eine beliebige Trap ziehen. In der Regel ist das die Gift Card, natürlich. Wichtig ist, dass man mit Trap Trick Forsty spielt. Spielt Allure, okay. Mit Trap Trick muss man Forsty spielen, wenn man die Karte an der. Und er spielt. Das hat mir so wehgetan. Stimmt, dieses Replay war es. Ja, das hat mir so wehgetan. Ich habe wirklich ernsthaft considered, ob ich hier einfach surrender gegen ihn, ne? Weil. I can't do it to him, man. He's my brother. He's my brother in. Ich weiß nicht, in Christ. Nein, keine Ahnung. Er spielt auch King of Skull Servants, ja. I can't do it to my man. Also eigentlich. Aber ich hab's dann doch gemacht, weil ich mir dachte, ja komm. So, ein Win ist ein Win, ne? Aber er spielt halt auch ein Skull Servants Deck. Es tut so weh. Es tut so weh, einen Freund des Skull Servants hier terminieren und vernichten zu müssen, aber. Ja. Ich hab's dann doch getan. Aber ja. Es tat mir in der Seele. Ich fühlte mich da wirklich schlecht. Es tat mir in der Seele weh, weil ich liebe das Deck selber. Und dann diesen armen Menschen so komplett vernichten zu müssen, dass das war. Es war ein trauriger Tag für uns alle. Vor allem für mich, aber naja. Machst du nix. So, ja, und ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob das jetzt hier schon das Shameful Replay ist oder nicht. Ich weiß noch, dass ich beim Shameful Replay, das ihr dann gleich sehen werdet, den Namen des Gegners danach translated. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, das ist es tatsächlich. Ich habe den Namen des Gegners hier translated und das hieß irgendwas von wegen Arbeitskonto oder so. Das war auf jeden Fall ein japanischer Name. Ich dachte mir so, schön für dich. Schön für dich, dass das dein Arbeitskonto ist, was auch immer mir das sagen soll. Ihr werdet dann gleich verstehen, was ich damit meine. Wie auch immer, ja. Giftcard, Simochi, X-Shell. Haben wir hier zum Debricken unsere Hand. Wie bereits gesagt, eine sehr praktische Debrick-Karte. Und damit haben wir mehr oder weniger, glaube ich, schon fast Full Combo, oder? Wir haben noch nicht ganz Full Combo, tatsächlich. Und wir haben keine Combo sammeln können. Sehr schade. Wir haben keine Combo sammeln können. Aber ja, ich verstehe nicht, wie so Leute sagen können, dass dieses Deck hier so schlimm ist. Wie bereits gesagt, du stirbst entweder ultra schnell oder du gewinnst einfach ultra schnell. In der Regel ist es einfach ein Free-Win, weil man relativ häufig, oder ich zumindest, stimmt. Ja, ja, genau. Das ist das Replay. Das ist das dreckigste Replay aller Zeiten. Okay, das muss ich jetzt kurz erklären. Aber ja, um das kurz zu Ende zu bringen. Entweder du stirbst schnell oder du gewinnst schnell. Oftmals gewinnst du einfach schnell, weil, wie gesagt, dieses Deck brickt dann doch relativ häufig. Und Leute hassen dieses Deck, weil sie halt schnell verlieren. Aber sorry, der einzige Grund, wenn du nicht schnell verlierst, ist der einzige Grund, aus dem du nicht schnell verlierst, halt, dass dein eigenes Deck Scum of the Earth ist und einfach 20 Minuten lange Züge hat. Um es mal so auf den Punkt zu bringen. Ich meine, nichts gegen Combo-Decks. Combo-Decks können cool sein, aber. So, du kannst nicht mad darüber sein, dass du 20 Minuten lang gecombot hast und dann 20 Minuten deines Lebens gewastet hast. Like, it's your own fault. Anyways, so. Warum ist dieses Deck, was man hier gerade spielt, allerdings ein Scum of the Earth Deck? Well, mal schauen. Er runnt Crooked Cook, eine der scummigsten Karten im Spiel. Mit anderen Worten, er runnt wahrscheinlich, man kann ja, glaube ich, im Duelist Cup, glaube ich, sich die Decks des Gegners nicht ansehen, deswegen kann ich das leider nicht nachgucken. Ich vermute mal, er runnt irgendwas Exodia-mäßiges, potenziell. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall, er runnt Crooked Cook, eine der stolligsten Stall-Karten aller Zeiten. Sehr krebsige Karte. Fangen wir mal damit an. Das ist Schritt 1. Schritt 1 des scummigsten Replays, das ich jemals gereplayed habe. Ja, das ist Schritt 1.
Schritt 2 ist, wir assemblen das Full Combo. Ja. Wir assemblen das Full Combo. Wir zeigen ihm natürlich Try and Guess und ich glaube zwei Gift Cards. Oder zweimal Try and Guess und eine Gift Card. For whatever reason geben die Gegner einem fast. Also jeder Gegner hat mir immer die Gift Card gegeben. Ich bin mir nicht ganz sicher warum. Die Gift Card ist quasi free, während Try and Guess definitiv nicht free ist. Weil bei Try and Guess muss ich halt actually immer noch guessen. Und der Gegner irgendwie ein Exit Monster im Extra Deck hat oder so. Wenn das jetzt einfach free ist, das ist einfach Damage. Ich habe nie verstanden, warum Gegner mir diese Karte geben und nicht Try and Guess, aber. Your guess is good as mine. Keine Ahnung, die Gegner denken wahrscheinlich, keine Ahnung, die Karte hier ist schlechter. Obwohl die beide quasi denselben Effekt haben, nur die hat hier noch schwierigere Conditions, die man noch erfüllen muss. Vielleicht denken sie auch, ich würde irgendein Meme-Deck runnen, mit dem ich sie actually nicht töten will. Wie auch immer. So. Er hat Crooked Cook, ja. Das ist Schritt 1. Schritt 1 des Cancers. Er hat Crooked Cook. Ja? Fangen wir mal damit an. Schritt 2 ist, wir aktivieren unsere beiden Gift-Cards. Und Try and Guess. Ja? So weit, so gut. Wir wählen Exit-Monster, weil fast jedes Deck runnt Exit-Monster und er runnt definitiv Exit-Monster. Hat zumindest auf jeden Fall schon mal Cook in seinem Deck. Wahrscheinlich hat er mehr als eine Cookie, als eine Cookie, ja. Mehr als eine Copy. So, und jetzt, meine lieben Leute. Jetzt passiert was ganz Lustiges. Oh, man kann es im Replay tatsächlich nicht sehen. Okay, interessant. Jetzt passiert was ganz Lustiges. Man sieht schon on screen, ne? Also man kann es leider nicht sehen im Replay, aber ich durfte mir sein Extra-Deck angucken. Er hat nicht nur Crooked Cook gerannt. Nein, das ist kein Crooked Cook-Deck. Das ist kein normales Crooked Cook Exodia Cancer Deck. Nein, nein, nein. Das ist ein Advanced Cancer Deck. Crooked Cook. Numeron OTK, ja, er hatte diese ganzen Numeron Wall, die ganzen Numeron OTK Karten in seinem Extra Deck, ja, da habe ich schon den Krebs gespürt. Ich dachte mir schon so, oh, was ein dreckiges Duell, ja, was ein dreckiger Gegner. Und dann, ja, dann passierte Folgendes. Das war jetzt hier gerade sofort vorbei. Ne? Ihr habt ja gesehen, ich habe sofort gewonnen. In der Realität, ja, gibt es in diesem Turnier, wie auch im normalen oder in diesem Duelist Cup Ding, gab es wie auch im normalen Yu-Gi-Oh, es gibt diese schöne Turn Time Limit, ne? Ja, lieben Freunde. Dieses schöne Turn-Time-Limit. Das war, glaube ich, im Duelist Cup reduziert auf 5 Minuten. Wie ihr aber vielleicht hier gerade lesen könnt, Victory Slash King won due to Time Limit. Dieser liebe Freund, ja, hat beschlossen, so nicht mein Freund, so eine cheesy Strategie, ja, so ein cheesy Deck wie deins. Meanwhile runnt er hier das Cancer-Deck hoch 10 Trilliarden, ja. Ich habe noch nie so ein krebsiges Deck gesehen. Ich habe noch nie in Master Duel so ein krebsiges Deck gesehen, das alles an krebsigen Karten quasi in einem pikanten, feinen Deck feint, ja. Das runnt er. Aber erste Meinung, ne. Hör mal, also, Nurse Burn, da geht gar nicht, mein Freund. Du wartest mit mir schön 5 Minuten und lässt mich dann einfach gewinnen, weil du bestimmt nicht 5 Minuten mehr warten wirst. Und ich dachte mir so, ne, mein Freund, so nicht. Und durfte dann 5 Minuten mit diesem Freund abwarten. Ich glaube, währenddessen ist mir tatsächlich irgendwas runtergefallen. Oder, keine Ahnung, ich glaube, mir ist irgendwie irgendein Behälter mit Chips oder so runtergefallen. Deswegen, ich hatte eine Beschäftigung für die 5 Minuten. Ich weiß nicht, was der Typ gemacht hat für 5 Minuten lang. Allerdings, ich war tatsächlich beschäftigt. Deswegen war mir das relativ wurscht. Ich habe inzwischen meine Maus gegoogelt, damit ich halt nicht rausfliege. Weil das Spiel halt seit neuestem mir, glaube ich, diese AFK-Kick-Mechanik hat, seitdem es diese komischen Bot-Dinger gab, die halt irgendwie halt auch einfach die Zeit halt abgewartet haben, in der Hoffnung, dass sie damit einfach Free Wins farmen können. Aber ja, das krebseste Duell aller Zeiten. Also, shame, wirklich. Shame on him. Ja? Shame auf dich, Arbeitskonto. Ich keine Ahnung. Das ist, was Google Translate ausgespuckt hat. Ich habe noch nie so einen dreckigen Gegner gesehen. Also, es ist unglaublich. Lässt mich einfach diese 5 Minuten abwarten, obwohl ich halt gewonnen habe. Weil, also für die von euch, die nicht verstehen, wieso er das überhaupt machen konnte. Wie gesagt, bei dieser Karte hier, Try and Guess, darf ich sein Extra-Deck sehen, was man gerade im Video nicht mehr gesehen hat. Und er darf mein Extra-Deck sehen. Und das Ding an dieser Karte ist halt, solange du nicht auf, okay, ich habe das Extra-Deck gesehen, ich confirme, ich klicke auf Schließen klickst, solange du das nicht machst, geht das Duell halt nicht weiter. Und das hat er halt 5 Minuten lang abused. Also, und wie gesagt, also ihr habt ja gesehen, was für ein Deck run, ne? Crooked Cook, Numeron OTK. Do I have to say more? Ja? Do I have to say more? I don't think so. Ja. So, und da sind wir auch schon im letzten Replay für heute. Ich würde sagen, ein Live-Duell ist noch drin, warum nicht? Aber ja, wie gesagt, ich verstehe so. Und genau, Secret Barrel ist so eine Filler-Karte, die ich drin habe. Wie gesagt, ich hab das Deck nicht fully assembled. Secret Barrel ist, glaube ich, wirklich eine reine Filler-Karte. Die sollte man am besten nicht im Deck haben. Sollte man, glaube ich, mit mehr Gas, mit mehr Draw-Power halt normalerweise ersetzen. Ich run sie trotzdem, weil ich halt nicht. Ja, das sieht auch mal lustig aus. Die gehen ja jetzt, wenn das passiert, denke ich, da geht auch eine Regel nur so. What's this? Aber ja. Ja, das ist um uns, als ich schon dieses Replay ist noch entstanden, als ich noch den fatalen Fehler gemacht habe und nicht instant in der Draw-Phase alle Traps getriggert habe. Und immer noch gewartet habe für Try and Guess, um rauszufinden, was der Gegner für extra Karten rannt. In diesem Falle halt, wie ihr seht, Synchro-Karten. Da habe ich damals noch diesen Fehler gemacht. Wobei, ich glaube, ich hatte noch nicht Liefer, ne? Gift-Card, Perfect. Ja, das ist actually nicht Liefer. Genau, ich wollte, dass er noch ein paar Karten zieht. Stimmt. So, jetzt habe ich nämlich Liefel. Weil der Gegner jetzt hier genug, der liebe Freund hat jetzt genug Karten gezogen. Er hat sich also literally selber getötet. Da ich erst jetzt durch Secret Barrel hier Liefel sammeln konnte. Aber ja, grundsätzlich wollt ihr eure ganzen Traps schon in der Draw-Phase quasi so früh wie möglich triggern, bevor der Gegner euch irgendwie eine Gate dazwischen funken kann halt einfach. Pretty much. Das habe ich
schmerzhaft in einem Duell erfahren müssen, dass ich eigentlich gewonnen hatte. Und dann hat er mir einen Kaiju über meine Nurse rüber gesetzt und dachte mir so, oh, das ist aber schön. Und dann habe ich surrendert, weil das war's dann. ich skippe mal kurz die Coinflips. Wie gesagt, ich habe das Duell jetzt hier an der Stelle gewonnen, logischerweise. Wie ihr seht, gibt Card, zack, und es wird. Segni hat sich Lifty selber getötet und durch seine massive Draw-Power-Ding so, oh, look how hard I can draw my deck, und dann ist er gestorben. Aber ja, ich verstehe, wie wir es gesagt nicht. Ja, ich würde sagen, ich höre uns gleich wieder. So, und schon befinden wir uns in der Ranked-Suche. Seit 3 Sekunden und haben wir schon das Spiel gewonnen. Spiel gewonnen, ja, Spiel gefunden. Wir spielen gegen Beth the Man. Shoutouts an Beth the Man, falls du dieses Video siehst. We are going second, aren't we? We are gonna go second, aren't we? You're going first, was? Okay. I'll take that. Genau, was ich gerade noch sagen wollte, wie gesagt, ich habe das Gefühl, ich werde furchtbar flack. Ich weiß nicht, ich habe einfach das Gefühl, ich werde furchtbar flack von Leuten kriegen, dass ich die Stackbox spiele, weil so, ist ein krebsiges Deck. So, aber wie ihr seht, ja, guckt euch diese Hand an. Ja, also, dieses Deck ist ein Geschenk an den Gegner, in 99% der Fälle. Es ist ein richtig schönes, chilliges und spannendes Deck, ja, weil du kannst so quasi dein Hirn ausschalten, einfach, du spielst einfach das Deck. Und das war's. So, es ist wirklich nicht sehr komplex. Es ist sehr spaßig, finde ich. Die Gegner finden es, wie gesagt, viele Leute meinen, das ist ein übelst krebsiges Deck, weil, es ist ein OTK-Deck und. Aber in der Regel gewinnt der Gegner einfach extrem schnell, weil. Okay, es ist einer von diesen Gegnern. It's gonna be one of those games, isn't it? Okay. In der Regel, gewinnt der Gegner halt einfach extrem schnell oder verliert extrem schnell. Also ich verstehe nicht, wie Leute immer complain können mit dem Deck. Ja? Also entweder du gewinnst quasi instant oder verlierst instant. Dazwischen gibt's nichts. Deswegen, ich verstehe nicht, wieso sich Leute über das Deck aufregen. Es gibt aber definitiv Leute, die sich über das Deck aufregen, deswegen, ja. Und ich kann auf Surrender drücken tatsächlich, denn ich glaube. Ich glaube, das wird nichts. Wisst ihr was? Wir humoren den Gegner mal und schauen mal, was er jetzt macht. Sobald ich mehr als ein oder zwei Negates sehe oder irgendwie ein Background Negate sehe, ist aber vorbei. Dann kann ich direkt surrendern. Und ja, ich habe so bewusst keine Karte gesetzt, weil. There's no point, ja. Aber that's how it goes, ja. Du ziehst deine Hand. Du kannst entweder dann mit der Hand die Combos sammeln oder halt nicht. Und wenn du die Combo nicht sammeln kannst, dann verlierst du in der Regel. Das ist, wie dieses Deck halt einfach funktioniert. Und deswegen verstehe ich nicht, wie sich die Leute darüber aufregen. Sicher, wenn ich jetzt die perfekte Version dieses Decks hätte, hätte ich vielleicht eine Winrate knapp über 50%. Aktuell habe ich wahrscheinlich eher eine knapp unter 50%, tatsächlich. Aber ja, selbst dann würde ich mich nicht über dieses Deck aufregen. Keine Ahnung. Es ist so ein Yeah Whatever Deck. So, Yeah Whatever, I guess I lost quickly. Oder Yeah Whatever, I guess I won quickly, I'll take it. So. Ich verstehe nicht, wie sich Leute darüber aufregen. Anyways, er spielt ein Pendulum Deck, ja? Pendulum Best Deck! Yeah! Triff Gaming und so. Anyways. Performer Pal und das hier ist, was ist das hier? Abyss Actor. Oh, er spielt actually Performer Pal. Mein Freund, ich habe eine Karte im Deck, die wird dir sehr gefallen. ich weiß nicht, ob man die gerade schon in meinen Replays einmal gesehen hat. Doch, ich habe glaube ich, einmal gespielt. Performer Pal Pop-Up. Best Performer Pal Karte. Weil man sie einfach in der Regel in anderen Decks spielen kann. Außer Performpal. ich habe actually gar keine Ahnung, inwiefern sie gut ist im Performpal Archetype Server, aber im Non-Performpal Archetype, wie zum Beispiel diesem Deck oder halt auch dem Skull Server Deck, ist die Karte großartig. Wisdom Eye Magician, okay, so hat er schon eine Gate. Bla bla, Send One Abyss Script, bla bla, okay, keine Gate. Okay, es besteht noch Hoffnung, meine lieben Freunde, aber wie ich mich kenne, oder wie ich dieses Spiel kenne, wird es mir gleich einfach irgendwie den Brick 9000 in die Hand geben und wird sagen, mach was damit. Ich calle, ich ziehe gleich. Was würde mir gerade am wenigsten bringen? Extravagance wird was achieven. Was achieve kann. Ich calle, ich ziehe noch meine zweite X-Shell-Copy. Das ist mein Call. Actually, ich glaube, ich kann zwei X-Shells abwerfen, oder? You can disc and one Dark Lord Card. Nevermind, das würde mir auch was bringen. Okay, was ist die nutzloseste Karte aktuell? Vielleicht noch ein Secret Barrel, I guess, weil er nicht so, der macht viele Karten auf dem Feld hat. Ja doch, das wird funktionieren. Secret Barrel wird mich jetzt schon ziemlich kaputt machen. An dieser Stelle, weil ich damit nichts machen kann, weil ich keinen LP Plus zu Minus Reverser habe, sozusagen. Special Summon, bla 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 bla. Okay, ich sehe keinen Gate-Effekt bis jetzt auf dem Feld, das macht mich sehr glücklich. Und hoffnungsvoll, dass dieses Duell vielleicht doch noch gewinnen kann. Ich bezweifle es aber stark. Sehe ich jetzt auch einfach schon aufgeben können, aber ich dachte mir so, ja. Guckst du mal, was noch passiert. Ich hätte es eigentlich eher erwartet, dass er ihn jetzt gleich irgendwie DP aufs Feld knallt und dann noch fünf andere Negates und dann so, ho! Try getting through this. Der klassische Master Duel Move. Aber bis jetzt ist dem noch nicht so. Aha, okay. Der typische, klassische, charakteristische Master Duel Spaß beginnt. Förderplan, Wörter, Anaconda. Aha, und jetzt? Was tust du jetzt, mein Freund? Was tust du jetzt? Was kommt jetzt?
Nichts. You can target one face up once in field. It becomes dark until the end of his turn. You can play, ja. Actually, ist das gut für mich? Ich meine, wenn er jetzt... Okay. Ich meine, wenn er jetzt keine Gate aus Feld klatscht und 2000 LP, LP zahlt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mal, wie viel ist das? 200? 2 mal 8, 1600. Ja, wir brauchen trotzdem immer noch den Reverser, den LP Reverser. Oh mein Gott, er klatscht so viele Karten aus Feld. Das gefällt mir, mein Freund. Ja, mehr Karten bitte. Bitte mach deinen Background auch noch voll und dann zieh noch 5 Karten. Da bin ich für. Das schmeckt uns doch. Ja, aber wie gesagt, ich brauche trotzdem irgendwas, irgendwie Simochi-Allergie oder halt Nurse. Ansonsten bin ich hier tot. Pretty much. Was ist denn eine Gate? Ich sehe keine Gate. Also, das schmeckt doch immer. Und jetzt kommen wir deine Gate. Du kannst mir nicht erzählen, dass du so viele Karten aufs Feld klatschen, aber keine Gate dabei ist. Aha. Ich warte immer noch auf den Gate, aber irgendwie kommt er nicht. Ja, bitte zahl 2000. Das schmeckt doch. Das schmeckt uns doch immer. Aha. Instant Fusion, okay. Pay, okay. Pay, ja. Ich bitte dich, mein Freund. Gerne, mehr. Mehr davon. Mehr, wo das herkommt. Actually, Paths of Destiny und Trying Guests sind, glaube ich, tatsächlich genug. Und er hat definitiv Fusionsmonster im Extra Deck. Hat 13 Karten. Ja, safe noch mehr. Also werde ich gleich Fusion callen. Safe. Theoretisch gesehen, Lyrilusk. Ja, Lyrilusk. Okay. Er setzt jetzt gleich hier den Negate Loop ab, oder? Kommt das hier gleich? Ist es nicht Simorg? Simorg-Vogel der Unantastbarkeit? Oder was die Karte heißt? Keine Ahnung. Die Simorg-Karte halt. Ist das nicht der. Ist das ein OTK? Werde ich gerade OTK? Was passiert gerade? Wieso hat er so viel ATK? Mir gefällt das nicht. Okay, jetzt will ich wissen, was gleich passiert. Also, jetzt werde ich definitiv nicht mehr surrendern, weil ich jetzt einfach. Oh mein, das ist Turn 2. Ne, Mann, ich bin einfach tot. Stimmt, das ist nicht Turn 1. Ich hab keine Karte auf meiner Seite gesehen, dachte gerade so, oh mein Gott, was? Was? Ist das ein OTK? Der könnte mich so oder so töten, oder? Der könnte mich auch in Turn 1 so töten. Ich glaube sogar genau der OTK hat mich sogar im Duelist Cup einmal getötet. Impressive, interesting. Cool Stack. Props, my man. Props. Cool Stack. Mir gefällt das Stack. Also nicht im Sinne von es gefällt mir, weil, weiß ich nicht, I don't know, ich finde, also interesting. Ich finde es interesting, lass mal so. So Decks grundsätzlich gefallen mir meistens nicht so, aber ich meine, ich run aktuell selber eins, aber meins tötet ihn halt schnell und das halt irgendwie eher langsam. Wie gesagt, ich mag Decks, die schnell zum Punkt kommen. Ja? Ich würde sagen, wir machen nur ein 2-2, das war jetzt ein relativ kurzes Duell, all in all, würde ich sagen. Going first, hey, schön. Und er hat DP als Profilbild, das gefällt mir nicht. I can see where this is going, you know, I don't like it. Aber ja, was soll ich sagen? Ja, ich glaube, das Deck hat mich im Duelist Cup auch schon einen Win gekostet. Ich hasse es. Ich hasse alles jemals. Wieso ziehe ich zweimal Karte auf dem Eis? Wieso Spiel? Wieso tust du mir sowas immer an? Wieso immer ich? Okay, wir fangen an mit Duality. Jetzt kommt Ash Blossom. Oh, er hat kein Ash Blossom, okay. Ja. Ja. Oh. Das schmeckt doch immer. Das ist doch lecker. So, die unwichtigste Karte in die Mitte. Giftkarte nach da. Simochi nach da. Wichtig ist, dass ich hier die zweite Demise-Copy setze, damit ich drei Karten ziehe und nicht nur zwei. Und jetzt bricke ich furchtbar. Ich wusste es. Ich glaube, Mothman bringt uns absolut gar nichts mehr tatsächlich an der Stelle. Und Maxi quasi auch nicht. So, jetzt muss ich hier die richtige Karte ziehen, sonst ist sie gleich vorbei. Ja. Nein. Ich hasse alles. Ich hasse alles jemals. Ich hasse alles jemals, was jemals existiert hat. Was mache ich jetzt? Ja. Seht ihr, das ist das Problem zum Deck. Das ist einfach wirklich das Problem. Knall ich jetzt einfach Mothman in Attack Position aus Feld? Was macht man jetzt hier? Wisst ihr was? Wir machen jetzt Folgendes. Das funktioniert jetzt folgendermaßen. Wir aktivieren jetzt den Effekt von Mothman. Ich hätte erst Maxi aktivieren sollen. Kann ich Maxi chainen? Ja. Oh, thank God. Thank God. So, wir aktivieren das Maxi und 50-50, ja, das ist der 50-50 Mix-Up. Mothman hielt sich jetzt selber, weil ich bin der Protagonist und ich weiß, dass es so ist, ja. Der hielt sich jetzt selber. Jetzt ziehen wir noch eine Karte. Das ist jetzt belastend. Das ist jetzt belastend, weil wir ziehen die falsche Karte, natürlich. Das habe ich genauso geplant. Und dann verlieren wir das Duell. Ja, das ist der Plan. Was spielst du? Destiny Hero. Oh ja, das ist aber schön. Es ist bestimmt nicht so, dass DP jetzt gleich das Feld hitten wird. Der Plan ist jetzt folgender. Wir setzen unsere letzte Karte. DPE hit das Feld und ich drücke auf den Surrender-Button. Das ist, wie das jetzt gleich, ne, laufen wird. Actually, wir haben genug Bait-Karten. Wir haben Card of the Mice und Magic Malice. Es besteht eine realistische Chance.
Das geht an die falsche Karte mit DPE Removed. Ich bin aber wirklich sehr, sehr geneigt, der einfach aufzugeben. Muss ich sagen. Was soll das hier? Ah, we're going for it. We're just gonna go for it, I guess. Solange ich noch die Chance habe, Uninterrupted hier Damage reinzudrücken. Wir versuchen es, wisst ihr was? Wir versuchen es einfach mal. Der Move ist jetzt zu hoffen, dass er nicht schlau genug ist, die Mochi-Allergie zu removen. Was ich bezweifle, weil die meisten ihn haben dann doch mehr als drei Hinzellen. Und wissen, dass das die Karte, dass das die Problemkarte ist, die sie wahrscheinlich removen sollten. A, das. Und B, hoffen wir, dass wenn er, wenn er nicht schlau genug ist, die Mochi-Allergie zu removen, dass er dann stattdessen Magical Mallet hittet und nicht Card of Demise. Boah, das wird complicated, actually. Selbst wenn der Gegner schlau genug... Also selbst wenn der Gegner jetzt... So, wir rechnen das mal durch. Selbst wenn wir es hinkriegen, dass er Simori nicht removed, ja? Dann kann er einfach, wenn ich jetzt Giftcard ziehe... Also ich gehe davon aus, dass er jetzt DP aufs Feld kriegt. Das ist für mich jetzt einfach ein Given, ja? Selbst wenn er quasi jetzt nicht Simori removed und ich dann eine Giftcard aktiviere, so als Beispiel, kann er einfach hingehen. Und kann dann, bevor Gift Card durchgeht, quasi, die Activation, kann er einfach hingehen, kann Simochi dann zerstören. Und dann wird Gift Card danach aktiviert und er gaint einfach LP. Demnach muss ich jetzt einfach noch eine zweite Bad Reaction zu Simochi oder eine Nurse ziehen. Das sind natürlich wieder grandiose Aussichten. Sondergleichen. Actually muss ich... Idealerweise ziehe ich jetzt Gift Card, Simochi, weil ich glaube, Nurse kann er instantly zerstören. Oder wird er instantly zerstören. Und sein DPE kommt dann einfach in seiner nächsten Standby. Aber der kommt erst in der Standby zurück. Das ist gerade eine viel zu komplizierte Line, die ich gerade berechne. Wahrscheinlich wird DPE gar nicht das Feld hitten. Nevermind, ich glaube, DPE hit genau jetzt das Feld. Was zur Hölle? Das ist nicht DPE, okay. Ja. Aha. Damit habe ich kein Problem, mein Freund. Also, davon kannst du gerne noch 30 Stück beschwören. Das ist mir relativ egal. Da habe ich absolut kein Problem mit. Solange du nicht DPE beschwörst, ist alles super. Tatsächlich besteht noch eine realistische Chance, dass ich die Duell gewinne. Selbst wenn DPE das Feld hittet. Allerdings, Stratos, okay. Elemental Hero Stratos. Natürlich. Ich bin enttäuscht, mein Freund. Du hast Top der Gear als Mate drin und nicht Stratos. Stratos, whatever. Das ist alles. Okay, die Chance, dass wir dieses Duell noch gewinnen, ist am Wachsen, tatsächlich. Sie ist existent, sagen wir mal so. Die Chance ist sogar sehr, okay, sehr existent. Am I smelling lethal? Not quite, aber am I smelling lethal? Kannst du bla bla bla, hat das irgendeinen Effekt? Nein, okay. Hat das da irgendeinen Effekt? Ist das eine Gate? Das ist doch keine Gate. Nein, ist es nicht, glaube ich, okay. Durfte ich gerade, hast du mich gerade... Okay, das war gerade dein letzter Fehler, mein Freund. What was your last mistake, Robert? Er hat mich gerade ernsthafte Karten. Du kannst mich mit diesem Deck nicht Karten ziehen lassen, mein Freund. That's not a thing. You can't do that. That's illegal. Du kannst mich einfach Karten ziehen lassen. Das ist not a thing. Du hast gerade eben dafür gesorgt, dass ich dieses Spiel gewinne. Das ist, dass das nicht so schlau ist, muss ich jetzt nicht sagen, oder? Ja, nehmen wir Try and Guess. Er hat eh noch Infusionsmonster. Ich bin immer abgeneigt davon, Try and Guess zu nehmen, weil ich schon mehrfach Duelle verloren habe, weil ich falsche Guess habe. Tatsächlich. Das passiert schon mal. Was habe ich euch gesagt? Sie geben einem immer die Giftcard. Es ist immer die Giftcard. Try and Guess ist die einzige Karte von diesen drei Karten. Giftcard, Try and Guess, die nicht instantly das Spiel für mich gewinnt. Und er gibt mir trotzdem. Oh. Sure. Und er gibt mir trotzdem die Giftcard. Ich verstehe nicht, wieso Leute das machen. Sie wollen anscheinend verlieren. Also. Gut, ja. Wir werden jetzt hier auf On-Triggern hin und natürlich unten rechts. Ich weiß nicht, ob ihr das mal sehen könnt. Vielleicht bin ich da davor. So, hier. Da unten irgendwo, das ist der On-Knopf, den ich gerade drauf gedrückt habe. In diesem Falle. Und ich würde sagen, wir aktivieren einfach unsere Giftcard und callen GG. Das wär's. Wir haben natürlich dieses Duell noch gewonnen. Ausnahmsweise mal eins von diesen Duellen, das nicht instant vorbei war. Wie gesagt, in der Regel sind Duelle häufig einfach instant vorbei. In diesem Falle konnte ich allerdings das Duell dann doch noch gewinnen. Ich bin halt auch einfach so einer, der dann auch nicht unbedingt instant aufgibt, tatsächlich. Muss ich zugeben, wenn ich das Gefühl habe, ich kann auch gewinnen. Es sei denn, wie gesagt, wenn ich komplett bricke, dann gebe ich einfach auf mit dem Deck, klar. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich könnte eventuell noch gewinnen, dann natürlich nicht. Ich habe mir uns den Duellpass gerade noch nicht geholt. Ich werde es gleich noch machen, schätze ich mal. Oder morgen, oder wann auch immer, die Tage halt irgendwann. Den Gold-Duellpass. Aber ja, ich würde sagen, das wäre es fürs heutige Video. Zwei Live-Duelle, ein paar
ein paar ganz nette Replays. Ein paar Missions, die ich jetzt hier auch claimen kann. Warum auch nicht? So, machen wir auch noch eben schnell hier live im Video, warum nicht? Ganze 140 Gems haben wir. Jetzt bin ich wieder hier richtig rich am Stissel oder so ähnlich. Nee. Aber ja gut, das wär's fürs heutige Video, würde ich sagen. Wow, 35 Minuten Aufnahmezeit, das ist viel zu lang. Wie auch immer, das wär's fürs heutige Video, würde ich sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hatte wie immer großen Spaß dran, es aufzunehmen. Ich hoffe, ihr hattet wie immer großen Spaß daran, es euch anzusehen. Das wär's von mir fürs heutige Video. Ich wünsche noch einen schönen Resttag. Macht irgendwas Schönes, habt noch ein paar spaßige Red Master Duel eventuell. Solltet ihr Interesse um uns haben an der Deckliste zu diesem Deck hier, da kommt wahrscheinlich demnächst auch noch ein Deckguide zu. Wahrscheinlich dann aber zur vernünftigen Variante, nicht zu der, der Schrott-Variante, sag ich mal, die ich jetzt gerade hier am Spielen bin. Die ist halt nicht so Premium, würde ich sagen. Die ist in der Tat nicht so die Premium-Variante, die Deck-Variante, die ich jetzt gerade spiele, dieses Decks. Wie ihr seht, man zieht ziemlich oft irgendwelche Breaking-Karten, die man theoretisch nicht im Deck haben will. Unter anderem auch übrigens die Moffman-Karte, die ich gerade gezogen habe, die hat man normalerweise einfach gar nicht im Deck. Die habe ich nur im Deck, weil Filler, wie gesagt, ich habe noch nicht alle von den Platin-Premium-Karten, die dieses Deck benötigt. Dieses Deck braucht tatsächlich relativ viele SRs und URs. Vor allem SRs, glaube ich. Für URs sind es gar nicht so viele, aber es sind relativ viele SR-Karten, die man braucht für dieses Deck. Aber ja, wie auch immer, das wär's von mir fürs heutige Video. Ich wünsche noch einen schönen Resttag, macht irgendwas Schönes mit dem Rest des heutigen Tages. Lasst mir lieben gerne auch noch ein Abo da, gerne auch Likes und Kommentare. Hatet mich nicht zu badly dafür, dass ich dieses Deck hier gespielt habe oder auch spiele, ich weiß nicht. Wie gesagt, ich finde es tatsächlich ganz spaßig und verstehe generell sowieso nicht, wieso Leute dieses Deck so mega haten. In der Regel sind Duelle damit schön short and sweet, ja, kurz und schnell. Es ist kurz und schnell vorbei und oftmals, zumindest in meinem Fall, oftmals gewinnt mein Gegner sowieso. Deswegen verstehe ich nicht, wieso sich Leute darüber aufregen, dass sie Free Wins kriegen. Vor allem sind sie nicht mal wirklich free, ja, also es besteht halt eine realistische Chance, dass du das Duell verlierst. Es ist halt nicht mal so ein kompletter Free Win, es ist einfach nur so ein Congrats, I guess I bricked. Ne, so, also. Wie auch immer. Ja, ich habe darüber, glaube ich, eh viel in diesem Video heute gesprochen. Aber ich dachte mir erstmal so ein Point, den man mal diskutieren kann. Ne? Haut mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, guess, generell. Unabhängig davon, ob ihr jetzt meiner Meinung seid in der Hinsicht oder jeder Meinung seid, das ist voll doof, Dick. Ihr könnt mir beides gerne in die Kommentare hauen. Ich lese einfach immer gerne Kommentare, diskutiere gerne in den Kommentaren, beziehungsweise unterhalte mich gerne mit Leuten in den Kommentaren so rum. Was heißt diskutieren? Diskutieren klingt so, ich hasse dich, ja, ich hasse dich auch. Jetzt, wir diskutieren jetzt hier so voll aggressiv, so, ja. Das meine ich natürlich nicht. Ich meine so einen angenehmen Diskurs. Wie auch immer, das wär's von mir fürs heutige Video. Das habe ich jetzt auch schon 5-mal gesagt. Ich sollte es einfach beenden an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Fällt euch!